Leute, ich bin's Conny und heute spielen ich und Paul zusammen den Mining Simulator 2. Paul hat noch nicht so viel Mining Simulator gespielt und ist noch ein relativer Noob und dementsprechend werde ich ihm heute OP-Pets geben, damit er es nach ganz oben schafft. Und eine Frage habe ich dann an dich. Hast du schon einen Rebirth? Ich habe einen Rebirth, glaube ich, gemacht. Du hast schon einen Rebirth? Ja, ich habe einen. Okay. Ich habe einen Rebirth, ne? So, ich gucke im Stream gerade auch so auf deine Stats. Siehst du meine Pets? Siehst du meine Pets? Ja, deine Pets sind cool, du hast so einen Eimer auch irgendwie. Genau, das sind so zwei neuen Event-Pets. Dazu kommen wir später. Oh, okay. Ich rüste jetzt erstmal am besten bei mir aus. Und da ich dir noch keine Pets geben kann, würde ich sagen, rein ins Loch. Kommst du runter? Wie schnell kannst du eigentlich abbauen? Warte, ich schau einfach mal. Zack, zacken, 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 zacken. So schnell. So schnell, sehr gut. Dann baust du erstmal ein bisschen ab. Aber ich kann mich auch TP'en, ne? Weil so muss man leider halt im Mining Simulator anfangen. Hast du irgendwelche Game-Pässe? Hast du nicht, ne? Nee, hab ich nicht. Leider nicht. Ich habe auch nicht den Season Pass. Ah, wer braucht schon den Season Pass? Ja, true. Ist einfach unangenehm, den zu haben. Oh, wir sind in einer neuen Welt. Warte mal, du hast doch schon alle Münzkiste. Welten frei. Du kannst dich eigentlich zu der untersten Welt teleportieren. Ich habe mir jetzt erstmal hier die Münzkiste abgeholt. Und dann werde ich mich jetzt erstmal fett rum-TP'en, weil so fängt man im Mining Simulator halt an. Ja, also komm, wir gehen erstmal zur untersten Welt, weil hier kannst du Gems abholen. Und Gems sind das Beste, was es gibt auf der Welt. Okay, dann gehe ich in die unterste Welt. Warte. Crystal Cavern. Genau. Ich habe schon Gems abgeholt, deswegen... Oh, ich habe 175 bekommen, glaube ich. Ja, das ist erstmal gut. Ey, kann ich das abbauen? Klar kannst du das abbauen. Das ist 115.000 wert. Das ist 115.000 wert, eins von diesem... Ja, ich weiß. Bei mir sind das 3,8 Millionen wert. Was? Steht das bei dir auch schon so da? Ja, das steht bei mir so da. Ein ganz normaler Block hat bei mir 341 wert. Alter, du Oberzock. Ja, ich bin Oberzock. Jetzt kannst du dich hier runterbrauen und dann lohnt sich das auch viel mehr. Natürlich bringt's auch irgendwo was, wenn du immer wieder rebirthst, aber das Problem ist halt, wenn du rebirthst, dann hast du die ganzen Ebenen nicht mehr und dann musst du dir diese Schere wieder neu holen. Warte, ich sollte vielleicht dich abbauen lassen, weil du brauchst die Blöcke. Moment. Ja, ich habe aber, also warte mal, kann ich mir nicht schon was Neues kaufen mit 50 Millionen Münzen, weil diese Schere, da schneide ich 4 Jahre an einem Block rum, ne? Oh, da ist was! Dann hol dir mal ein paar Erze. Ja. Bin das Problem ist, ich wüsste nicht, wie ich dich aus der Map rauskriegen kann. Es gibt halt diesen Glitch, wie man sich out of Map glitchen kann, aber du brauchst einen Teleport-Game-Pass. Und das ist schon teuer. Ich gucke ja mal kurz nach, wie teuer der Spaß wäre, damit du schnell farmen kannst. Aber das wäre dann nur schnell farmen, aber die Blöcke kannst du immer noch nicht so schnell abbauen. Ja, eben. Schwierige Zocksituation, Leute. Sehr schwierige Zocksituation, Leute. Ausweise hier. Ausweise. Okay. Ja, das ist immer geil. Ah, ich sehe gerade, und du hast ja gar nicht Infinite Backpack. Du hast so viel Struggle. Sag, ich wäre nicht gerne in deiner Situation. Du bist echt ein Noob. Ha! Hey! Was, hey? So nicht. Okay, wie teuer ist denn das Zeug? Also, was wäre denn wichtig, was ich mir holen kann? Eigentlich wäre es zum schnell farmen, ist praktisch der Teleport und die Omega Nuke. Aber ich würde sagen, du willst ja eigentlich jetzt erstmal viele Blöcke abbauen. Das heißt, es macht, glaube ich, wenn du dir überhaupt einen Game Pass holst, macht vielleicht der Backpack Sinn, der Infinite Backpack. Damit du dieses Problem nicht hast. Ich meine, wie viele Blöcke kriegst du denn dazu, wenn du einen abbaust? Wahrscheinlich nicht viele, ne? 7000. 7000 Blöcke. Ja, und ich muss 8000 mal drauf prügeln. Ich geh mal verkaufen. Oi. Oh, aber ich hab noch... Warte. Gute Zock-Situation, Leute. Mhm. Denn, was gerade ganz crazy hier ist, die Buddy Studdeln... Okay, nein. Also, was nämlich ganz crazy hier ist... Ist das, wenn wir jetzt mal hier hinschauen, ich glaube Molten Core Shop und dann Werkzeuge müsste ich mir... Oh, nee, das nächste Ding kostet schon... Das nächste kostet einfach schon 700 Millionen und ich habe gerade mal 100 Millionen. Ich kaufe mir mal eine Schaufel. Ah, ich kann ja gar nicht mit dir traden. Ich wollte gerade gucken, ob ich dir die rüber traden kann. Jetzt habe ich unnötig eine Schaufel gekauft. Oder soll ich mir ein Pad vielleicht holen? Naja, Pad holen ist unnötig, oder? Pad holen. Na doch, bringt ja Abbaugeschwindigkeit. Ja, aber ich glaube, ich habe schon 3 ziemlich gute. Ich weiß nicht, ob es da noch bessere gibt, sozusagen. Ja, okay, locker. Doch. Du hast ja ein paar Gems. Ja. Komm, du gehst jetzt mal, komm wieder zurück zum Spawn. Du bist ja gerade hier, komm jetzt mir hinterher. Ja, ich folge dir. Und hier hinten, da gibt es was Feines für dich. Und zwar hier gibt es das Double Luck Event. War ich noch nie. Genau, und hier kannst du dir jetzt erstmal für 3 Gems das patriotische Ei gönnen. Und da sind bessere Pets. Und wie gut sind deine aktuellen Pets? Ich mach gerade eins auf. Boom, neues Pet, patriotischer Doggy. Okay, jetzt guck mal, ob das besser ist als deine aktuellen. Bei dem patriotischen Doggy wirst du die ganze Zeit ziehen. Yo, viel besser. Dann rüst den aus, hol dir davon 3 Stück. Unten am besten ausrüsten. Dann bist du schon mal besser dabei. Okay, und cool. Das Ei kostet praktisch nichts. Wir gehen jetzt hier mal hin, sagen am besten ausrüsten. Und jetzt habe ich 3 patriotische Doggies, Leute. Und jetzt, was ist Juwelenzauber? Bringt den aktuell... Doch, geh mal rein. Lucky kann ich mir holen. Lucky bringt dir noch nicht so viel. Geh mal runter. Hast du Abbaugeschwindigkeit oder so? Ja.
Warte, Eckgeschwindigkeit, Kameradschaft. Scheinbar nicht. Permanente Schichten, Walkspeed, nee. Permanente Schichten ist ganz praktisch, dann hast du nach einem Rebirth nicht mehr so viel Stress, die neuen Schichten, die alten Schichten freizuschalten. Eigentlich cool, aber kann ich mir nicht leisten. Dann spar erstmal auf permanente Schichten. Okay, warte mal, dann hier kann ich was beanspruchen. Meinen 500 Blöcke einfache Kiste. 5000 Blöcke. Yo, ich kann richtig krasses Zeug abholen. Ah ja, genau. Hier gibt's immer Erfolge. Oh. Stimmt, die vergesse ich auch jedes Mal abzuholen. Kann ich auch wieder ein bisschen was beanspruchen. Ich kann mir jetzt permanente Schichten holen. Ja. Ich kann mir permanente Schichten holen. Ich sehe gerade, ich krieg gerade so viele Gems dazu. Und jetzt mache ich noch drehen, um zu gewinnen. Jo, kannst du dreimal machen. Vielleicht kriegst du sogar ein paar Free Spins. Und da gibt's ein Pad zu holen. Das ist richtig gut. Ich habe Omega Lucky Boost. Ja, bringt dir nichts. Weiter geht's. Ja, hallo, jetzt sag mal du. Ist Müll. Also jetzt hier. Ist Müll. So, gehen wir wieder runter und abbauen, wir oder? Wir gehen jetzt wieder runter und dann gucken wir mal, wie gut du jetzt mit den Pets abbauen kannst. Ich hole noch bei der Underworld kurz die Chest ab, weil da, oh, jetzt habe ich 300 Millionen. Ich habe 300 Millionen Coins jetzt und dann gehe ich wieder in die Crystal Cavern und baue wieder ab. Übrigens, wenn dich die Pets nerven, kannst du auch auf die Einstellung oben links, also über deinem Inventar gehen und Haustiere ausblenden, weil irgendwann werden die nervig. Vor allem, wenn du so große Haustiere kriegst. Ich habe die gern bei mir. Guck mal, hier sind Erze. Oh, Erzis! Warte, Paul, geh hoch! Ich will den anderen wegbuddeln. Warte, wo buddelst du wen weg? Ja, jetzt Junge, buddel ich dich weg, weil du ins Loch gesprungen bist. Nein! Paul, warum machst du das? Nein! Ja, weil ich... Was machst du, Gute? Kommst du hoch? Okay. Kommst du hier? Jetzt buddel ich den anderen weg. Nein, anderer, komm runter hier. Genau. Jawohl, er ist Freund. Da drin. Er ist ich buddel den weg. Er hat keine Chance. Der ist jetzt weg. Meine Haustiere sind schon Level 6, Freunde. Yeah! Aber mein Rucksack ist gleich wieder voll. Oh, ich habe hier Unobtanium. Ja, so lässt sich's zocken. Haustier Level 7. Alter, wir kommen richtig freaky schnell voran. Boah, Chromit! 1,1 Million ist das wert. Damit müsste ich eigentlich richtig schnell... Ja, damit kriegst du halt Kohle. Und für die Kohle kannst du dir dann bessere Sachen holen. Vor allem brauchst du jetzt einen besseren Backpack. Also wirklich, so wird das nämlich niemals was. Ja, ich habe 100.000 Platten. Ich verkaufe nochmal. Nochmal 140 Millionen, weil ich jetzt hier das Zeug abgebaut habe. Richtig nice. Oh, ich bin in der Höhle. Oh, ich bin auch in einem Loch. Ich fall gerade in dein Loch. Jo, ich bin in der Höhle. Nice. Ey, das ist meine Höhle. Ja gut, dann könnt ihr... Ja gut, ich gehe weiter runter. Ich mach den da wieder weg. Warte, wenn ich ins Loch reinkomme. Mach ihn fertig. Okay, die Höhle ist... Ich mach ihn so fertig. Kümmer. Da ist noch was. Feuersplitter. Es kommt davon, wenn du in unser Loch springst. Selber schuld, Alter. Alter. Alter, sag ich immer. Wetten, das ist ein Zuschauer von dir? Ich meine natürlich GG, Alter. Übrigens, Leute, mir ist aufgefallen, dass man besonders schnell levelt, wenn man einfach normale Steine abbaut, weil du dann halt durchgehend aufbaust. Genau. Die Erze, die sind eher gut zum Geld holen, aber Blöcke kriegst du durch normale Blöcke am besten. Ja, und auch meine Pets leveln da viel schneller. Die sind jetzt schon gleich Level 10. Was ist das Max-Level von einem Pet? Das Max-Level, keine Ahnung, habe ich nie geguckt. Ich habe noch eine Höhle gefunden. Also, ich glaube 20, weil viele meiner Pets sind Stufe 20. Ich bin der beste Miner der Welt. Ja, ich glaube... Das ist meine Ansage. Ja, Max-Level ist 20. Okay. Ich glaube, ich möchte wirklich im Mining-Simulator absolute Legende werden. Ja, und das wirst du jetzt. Dafür werden das werde ich. Du musst nur Trading freischalten. Trading 187. Trading 187. Ey. Oh, meine Pets sind Level 10. Der Hustle ist real, Leute. Der Rucksack gleich wieder voll. Also, wie viel kostet dich ein besserer Rucksack? Jetzt chill mal deine Basis, Alter. Chill du mal deine Basis, Alter. Chill du mal deine Basis, Alter. Weil ich... Was ist das immer, wenn wir zusammen was aufnehmen, Mann? Ich kann also mir jetzt die bessere... Warte, kriegst du noch ein paar Gems irgendwie zusammen? Weil für 1000 Gems kannst du dir einen 400.000er Rucksack holen, den du nach dem Rebirth behältst. Für wie viel Gems? Für 1000. Ja, ich hol mir jetzt erstmal einen für 50 Millionen. Na, der ist aber gar nicht so gut. Ja, ich hol mir den für 50 Millionen. Guck mal, ob du ein paar Erfolge vielleicht abholen kannst. Nee, ich hab keine Lust mehr. Doch, du hast Lust. Ja, warte, ich schau mal hier rein. Erfolge habe ich vorhin abgeholt, aber da habe ich nichts Krasses bekommen. Also keine Gems. Ah, ich habe die Kisten hier bekommen. Kann man die öffnen? Items, exotische Kisten. Da sind aber nur Skins drin. Ja, da sind nur Skins drin. Die bringen ja nicht viel. Ich überlege gerade, wie du am besten jetzt noch Gems bekommst. Keine Ahnung. Ich würde jetzt erstmal weiterfahren einfach. Bis du eine Idee bekommen hast. Und dann schauen wir mal, wie der Laden läuft. Also ich habe da eine Idee. Ja. Da kannst du mal auf den Season Pass gehen. Ja. Rechts. Season 1. Season 1. Und dann gucken, ob da irgendwas ist oder ob du Herausforderungen hast, die du jetzt schnell abschließen kannst. Wahrscheinlich nicht. Legendärer Hatcher, Open 700X Okay. und Hatch. Nee. Das dauert alles zu lange. Ja, das ist echt ein Schabernack. Aber wenn Hashtag Schabernack in den Chat. Wie viel kostet der Season Pass? Ja, auf Reward? Der kostet 229 Premium Season Pass, glaube ich. 229 kostet der Premium Season Pass und Rewards Unlock All kostet wie viel? 349 kostet das. Soll ich mir das holen? Ich hole mir das, oder? Du holst dir das und ich werde dir die Robux dafür geben. Achso, oh. Hey, vielen Dank. Okay, gut. Ja, kein Problem. Ich mach das jetzt.
Ja, Jonke, alle mal ein Herz in den Chat für Conny, Leute. Ich kann aber nicht rechnen. Kannst du mir sagen, wie viel Robux du dafür brauchst in der Summe? Warte, ich schau mal, wie viel ich gerade noch habe. Ich habe 193. Das heißt, wir brauchen für mich 160 Robux sollten reichen. 160, kriegst du 200, kriegen wir alle 200 Robux. So, Auszahlungsempfänger. Roblox Paulino. Ich farm währenddessen mal weiter Blöcke, ne? Hier nicht, dass ich die Zeit hier verschwende. Genau. Und ich habe jetzt 1,5 Millionen. Ein paar Blöcke habe ich auf jeden Fall schon abgebaut hier. Und mein Rucksack hat jetzt 240.000 Platz. Ist zwar nicht viel besser, aber immerhin etwas. Das hat eh nur 50 Millionen Gold gekostet. Ich bin 3 Sekunden wieder drinne, Jungs. Was für ein Zufall. Also wenn jeder von uns, also ich, du, Felix und Victor, 200 Robux bekommen, dann ist die Gruppe Club-Based glatt bei 0 Robux. Nice. Wir haben exakt 800 Robux in der Gruppe. Und die hast du jetzt, das heißt, du kannst dir jetzt den Game Pass durchkaufen. Alter, geiler Zock. Okay, warte. Erstmal schon mal vielen Dank, Arino, und Unlock All und gekauft. Yes, sir. Yeah, okay, kaufst du dir durch? Nice. Beanspruchen. Ah, nee, es werde mit dem Premium-Pass. Ups. Und für die ganzen Gems kannst du dann... Und vor allem, du kriegst jetzt Pets. Ich hab Bra bekommen. Ich hab ein Bra-Pad bekommen. Ja, Bro, der ist schlecht. Und ich hab ein Bra-Pad bekommen. Wobei, der Bra könnte sogar vielleicht besser sein als der Patriot-Doggy. Alter, ich hab so viele Gems. Ja. Super lucky. Okay, warte, ich hab wieder ein Bra-Moment. Ja. Ja, ich hab wieder ein Bra. Okay, weiter geht's. Vielleicht haust du dir jetzt mal einen Luck-Boost rein. Oh. Geh mal auf Abbrechen. Ich hab Chroma Wisp. Ist Chroma Wisp gut? Chroma Wisp ist gut, ja. Und du gehst jetzt mal unten auf deine Items, dann auf die Boosts und dann haust du dir erstmal die Lucky Boosts rein, damit du bessere Sachen aus den Eggs ziehst. Oh, stimmt. Warte, welches Glück oder so? Alle, ich mach alle. Mega Luck. Von jedem einen. Alle. Alter, okay, wir steigern heute richtig. Wenn du von jedem einen hast, dann hast du maximal Glück. Okay, ich habe hier noch Eggs. Okay. Nochmal Omega Luck. Genau, 1, da ist eine Menge drin, keine Sorge. Und jetzt, komm, gönn. Ja, gönn dir richtig. Ein ich seltenes alles ein bisschen verzögert, weil Livestream ist verzögert, aber... Ich habe 3 Chroma-Wisps. Der ist schon mal geil. Ich habe 4 Chroma-Wispies und einen Dunkelphönix habe ich noch bekommen jetzt. Ja, du kannst auch die rechte Seite holen. Du hast dir doch Premium gekauft, oder nicht? Das habe ich mir nicht gekauft. Nee. Ach so. Ach, warte, meintest du, dass ich das auch kaufen soll? Ja, meinte ich eigentlich auch, aber... Warte, weil wenn, dann kann ich noch schauen, ob bei meiner Gruppe noch was drin ist. Warte. Angruppen, dann House Planet, dann auf die 3 Punkte, Gruppe konfigurieren. 210 Gruppenguthaben, okay. Stabilomatico, 210 plus wie viel hast du? Es kommt doch hin. Es kommt hin, ich sag's dir so wie es ist. So, das geht natürlich an den Paulino, das Cash, und zwar 100%. Ich habe das nicht als einmalige Auszahlung, ich habe jetzt nur eingestellt, dass es generell ab jetzt alles, was reinkommt, also weißt schon, was ich meine. So, jetzt 210 Robux. Verteilen. Bam. So. Zacko in den Traco, meine Freunde. Gut, Leute. Dann sieht es jetzt richtig gut aus, denn wir können uns jetzt hier noch diesen Pass hier holen, oder? Ja. Jawohl, den kann ich mir jetzt auch nochmal holen. Zack. Jetzt habe ich hier Premium-Pass. Bam, gekauft, beanspruchen und kann mir hier auch nochmal alle Rewards abholen und nochmal Eggs öffnen. Wir kriegen hier nochmal einen Chroma Wisp. Ich glaube, ich habe jetzt schon richtig viele. Warte, ich schau mal kurz, ob die stärker sind. Items, Haustiere am besten ausrüsten. Ja, die sind richtig, boah, die sind ultra stark. Ja, jetzt hast du starke Pets. Ich brauche dir gar keine OP-Pets mehr geben, die hast du schon. Die sind, ich habe einfach OP-Robux gegeben und jetzt gehst du erstmal hoch. Warte, ich mach noch alles auf. Einen Moment kurz. Omega Luck. Ah ja, stimmt. Stimmt, du kriegst am Ende noch ein richtig fettes Pet. Und... Bam, nochmal 2 Chroma Wisp. Oh, ich kann safe eins so zusammencraften zu was krasserem, oder? Geht das? Ja, kannst du. Schon wieder halt 2 Chroma Wisp. Vorher. Alter, Omega krank. Immer nochmal einen Omega Boost rein, weil ich glaube. Ah, ich habe noch eine Minute Omega Boost. Weiter geht's. Weiter geht der Hosen. 2,5k. Und öffne. Und wir kriegen. Oh, 3 Bras. Oh, bro, bro, bro. Bro, 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 Moment. Und wir kriegen. Oh, 3 Bras. Das kapiere ich jetzt nicht. Das sind die jetzt. Das kapiere ich nicht. Ja, warum kommt das häufigste Pet so häufig? Ja, finde ich uncool. Zacko. Ja. Ich hatte so viel Luck, als ich geöffnet habe. Ich hab einfach aus 3 Eiern 2 von den Hexarium bekommen. Und davor noch einen und danach noch einen. Also richtig viel Hexarium auf einmal. Du hast noch gar keinen gehabt, ne? Nee, nur Chroma Wisp war so das Krasseste. Ja, ich habe auch ein bisschen mehr reingepayt als du. Ich habe noch einen dunklen Berserker jetzt bekommen. Vor allem hast du ziemlich viele Gems bekommen, bist jetzt steinreich. Holy moly, Cody, Guacamole. Junge! Okay, jetzt kommst du mal an die Oberfläche. Komm an die Oberfläche. Ich hab 3 Milliarden. Okay. Komm an die Oberfläche. Ich bin einfach da. Hallo. So. Boah, wenn du an der Oberfläche bist, gehst du in den Shop. Soll ich dir gerade folgen? Ja. Achso, nee, da bist du. Da stehst du. Okay. In den Shop. Ja, Wiedergeburtsladen. Gehst in den Shop, gehst auf Wiedergeburtladen, genau. Und
Kaufst du das Beste vom Besten, vom Besten, kannst du dir gar nicht leisten. Aber es gibt eine neue Spitzhacke, die besser ist als meine. Welche soll ich mir holen? Ich könnte mir das Beste vom Besten leisten. Nee, ich könnte mir aber für 10.000 den Blitzhammer kaufen und für 3.000 den goldenen Eimer. Ich überlege gerade, ob du die Gems für was anderes ausgeben solltest. Paulinus, jetzt schreib mal was in Chat. Paulinus, was meint ihr? Spenden, ohne zu viel zu verschwenden. Schreib mal rein. Ich guck gerade, ob hier noch was Sinnvolles bei ist. Den Hammer, also Crazy Place, der ist ziemlich gut in dem Game. Er meinte, ich soll mir den Hammer holen. Ja, es macht doch Sinn, dann hast du auf jeden Fall eine Spitzhacke, die du nicht verlierst. Okay, wir holen uns den Hammer und den Goldeimer, oder? Okay, machst du. Mach mal so, Leute. Ich hab das Gefühl, der Hammer, der wird saftig, knaftig dein Eimer voll machen. Probier mal aus. Das will ich aber hoffen. Ich gehe mal in die Crystal Cavern. Oh, ich kann die jetzt wirklich one-hitten. Ja. Oh, das ist der beste Zock meines Lebens. Junge! Schon mal so einen Zock gesehen? Nee, Alter, also das ist der abnormalste Zock der Welt. Es wird aber noch viel zockiger. Jetzt müssen wir erstmal hier diese 5 Millionen Blöcke voll bekommen. Ich hab eine Kiste! Alter, nice! Rich! Ich kann Wiedergeburt machen, stimmt. Ich mach mal Wiedergeburt. Yep. Ja, mach ich jetzt. So, Abfahrt. Zack, bin wieder back im Biss. Check die Chicks, mach jeden Rapper weg wie nichts. Yeah. Genau. Okay, gut, dann... Kurzer Freestyle am Rande der Tate Secho. Aber das Geile ist, jetzt kriegst du halt pro vollen Eimer 900.000. Ja, das ist fast so eine Million gut. Und du kriegst den Eimer so schnell voll. Das bedeutet, das lohnt sich jetzt richtig, jetzt geht's ab. Mann, ich verstehe noch nicht, warum dieses... Ja, danke. So, ich will da einfach weiterfahren. Und nicht von jemandem die Blöcke abgebaut bekommen, weil ich brauche jetzt selber welche Jungs und Mädels, ne? Oh, was haben wir denn da? Chromido. Chromido ist nice. Das nehme ich mir mal so von. Das ist wirklich nice, ja. Da freut man sich eigentlich immer drüber. Chromid muss ich eigentlich noch ein bisschen farmen, weil ich will meine Spitzhacke noch verzaubern. Rebirth. Ich habe schon wieder ein Rebirth gemacht, Mann. Nice. Ich habe schon 3. Wie kann man so krass sein? Habt ihr schon mal jemanden mit 3 Rebirths gesehen? Ich glaube nicht. Ja, for real. 34. Junge. Okay, es hat hier jemand 622 auf dem Server. Ich hätte bestimmt auch mehr, wenn ich die ganze Zeit Rebirths farme. Aber ich will gerade gar keine Rebirths farmen. Wieso nicht? Rebirthen. Rebirthen. Crazy Blaze hat 137. Junge. Rebarzen-Dudes. True, real talk. Und Nummer 4. Junge, ich geh so ab, Mann. Ja, und ich sammle so währenddessen ein bisschen Chromid ein, weil ich will jetzt endlich meine Spitzhacke verzaubern. Verzaubern. Kann man den Erzen dann nochmal verzaubern, oder was? Ja, und wenn du die verzauberst, du kannst halt auf mehr Erze verzaubern. Das bedeutet, wenn du ein Erz abbaust, kriegst du Multiples davon raus. Und das lohnt sich richtig. Okay, Multiple. Multiple-Schmultiple-Erze. Alter, nicer Zock. Ich habe auch bald die 5 Millionen. Nice. 5 Millionen Abonnenten. Leute, wann glaubt ihr, knacken wir die 5 Millionen Abonnenten? Schreibt mal das Jahr rein. Schreibt mal in die Kommentare. Wie viele Abonnenten? Nee, warte. Wie viele Abonnenten brauchen wir noch? Wann ich die 5 Millionen schaffe. Wie viele Abonnenten brauchen wir noch für die 5 Millionen? Nimm mal viele, oder, Jungs und Mädels hier. So, nochmal. Bam, ich habe jetzt 5 Rebirths. Ich bin auf der Überholspur, Mann. Jetzt wird gezockt bis zum geht nicht mehr. Alter, und meine guten Pets fangen jetzt auch richtig dick an zu leveln. Es ist einfach der überste Zock. Das ist einfach der Zock schlechthin. Ja. Und du hast noch nicht alles gesehen, was ich dir heute noch zeigen werde. Oh Mann, das ist auf jeden Fall Wilderino. Nein, ich bin ins Loch gefallen. Ich muss dir was gestehen. Ich habe mal wieder geglitscht. Ich bin schon wieder out of map. Du bist einfach ein Hackerino. Ich trau mich was. Ne? Aber hier hat jemand noch tiefer gebuddelt als ich. Ich glaube, das ist dein Tunnel, den ich hier sehe. Ich buddel hier alles weg. Ich mache hier jeden fertig. Jetzt bin ich aber tiefer als du. Natürlich. Bin an deinen Tunnel vorbeigesprungen. Ich habe dafür schon wieder ein Rebirth mehr. Zack. Gar nicht. Ich habe 7. Was schaffe ich? 7 Rebirths. Leute, schreibt in den Chat, schaffe ich den Jump? Ich hätte ihn fast geschafft, Leute. So, wie viele Blöcke hast du schon? 4,5. Perfekt. 4,7. 4,8. Das ging richtig schnell, ne? Ja, schaffe ich gar nicht, meinen Commit zusammenzusammeln. Ich hack weiter, Bruder. Hä? Ich hack drauf. Fünf. Ich mach nochmal ein Rebirth. Wie viel Rebirth? Ich hab 8 jetzt. Du hättest sagen müssen, 5. Fünf. Ja, stimmt eigentlich. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Warte mal, bist du überhaupt noch hier? Du hast Trades deaktiviert. Ja, ich hab Trades deaktiviert und ich werde meine Trades gleich aktivieren. Okay. Weil jetzt können wir traden, aber ich weiß gar nicht, was ich dir geben kann. Was ist denn dein stärkstes Pet, der Dark Berserker, ne? Ja, der Dark Berserker. Oh, da kann ich nicht viel gegen bieten. Bei mir aktuell auch mit der stärkste Pet. Ich kann dir natürlich noch 2 weitere Dark Berserker geben. Was ich dir aber auch geben kann, ist einfach so ein Hexarium in Shiny. Ein Dunkelphönix in Shiny. Voll stark. Und ein Chromawisp in Shiny. In welchem Eck gibt's das? Der Hexarium ist aus dem Season Pass Eck. Dark Phoenix weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Und Chromawisp auch Season Pass. Und heftiger Shrubbity. Gönn dir. Alter, danke Shrubbity Dubbity. Kein Problem. Noob mit OP-Pets. Yo, das riecht für mich nach einer fetten Folge. Oh, ich muss Confirm drücken, du auch. Oh ja. Trade completed.
Nice, das war mein erster Trade hier in diesem wundervollen Leute, Spiel. Leute, meint ihr, der Trade war Win oder Lose? Glaubt ihr aber Win oder Lose? Was meint ihr? Bin mir auch noch nicht ganz sicher. So, ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich wurde gerippt. Du wurdest gerippt? Ja, wirklich. Nee, ich glaube, ich habe mehr Pants gegeben, als du mir gegeben hast. Ja, aber es war mehr wert, was ich dir gegeben habe. Stimmt, du hast mir nichts gegeben. Ja, eben, betrachte es mal daran. Und man muss immer bedenken, was ich dir gegeben habe, ist praktisch Gift. Ja, eben. Aber das weißt du noch nicht. Okay, dann ist das nächste, was du machen musst, erstmal die Mondwelt freischalten, weil die hast du wahrscheinlich noch nicht. Wo kann ich die freischalten? Dafür musst du ein bisschen farmen, komm mal mit. Zur Eventwelt hier. Das ist eine Rakete, weil wir gucken uns erst die zweite Welt an, die es hier gibt bei der Raumfahrt. Mhm. Und das ist die Cybergalaxie, ich sag immer Mond. Und da steht dann auch, was du dafür haben musst, um das freizuschalten. Dafür musst du halt ein paar Erze zusammensammeln. Geh einfach auf das zweite Ding, wo gesperrt steht. Ja. Und geh dann auf Upgrade. 2 Milliarden Coins, 40 Mithril, 40 Fire Shards, 10 Chromid und 5 Larimar. Und ich glaube, das kriegst du hin, oder? Easy peasy, Abfahrt, Leute. Ja, einfach Abfahrt. Einfach einmal runter, ein bisschen buddeln. Wenn du eine Höhle hast, wird die Höhle jetzt weggemacht. Komplett ausgenommen wird die Höhle. Ausgeschrabbedied. Genau. Ja, so sieht's aus. So zocken wir halt, Leute. Und, wenn und dann das hast du das Spiel praktisch durchgespielt. Und nachdem du das Spiel durchgespielt hast, kann ich dir noch das Event-Ding zeigen, weil das wird nochmal eine Schippe draufsetzen. Ich hab schon einen Mithril. Yeah. In eine Höhle, wenn du eine findest. Ich teleportiere mich mal, wo auch immer ich war. Ach, hier oben. Ich hätte meinen Teleporter mal unten setzen sollen, bevor ich hochkomme. Das wird halt schwierig, ne, weil mein Rucksack ist halt trotzdem nicht so riesig. Ah ja, stimmt. Der Rucksack macht auch ein paar Probleme. Leider haben wir nicht genug Robux, um dir jetzt noch schnell was auszuzahlen für Infinite Backpack. Ja, das ist das Problem, wenn man ein armer kleiner YouTuber ist. Ja, das ist das Problem. Dann müsst ihr mal was machen. Wann kommen die 1 Million Abonnenten? Das kann so nicht angehen, Leute. Leute, ich hole mir jetzt den Infinite Rucksack. Wie viel kostet das? 800 Robux. 800? Also ein 10er, ja, komm. Ein 10er, komm. Ein 10er, wen juckt's, oder Jungs? Ein 10er könnt ihr auch wieder super fanken. Ja, mach das mal. Jetzt gibt's 12 Spenden in Höhe von 10 Euro. Ja. Jeder spendet jetzt einfach einmal 10 Euro und dann haben wir uns den Rucksack ungefähr, dann passt das fast. Ja, dann haben wir es. Dann hab ich den Rucksack fast wieder drin. Okay, so, ja, jetzt zahlen. Nee, bitte in Raten zahlen. Okay. In Raten zahlen, was? Nee. Hast du gerade irgendwas in Raten bezahlt? Nein. Ich hätte. Ich stelle mir gerade vor, man bezahlt Robux in Raten ab. Ja, 10 Euro Rucksack in Raten. So, ich habe Infinite Baggy Pack Reno. Yeah. Rocket. Okay, jetzt können wir wirklich durchzocken. Und zwar ohne Probleme. Eine Höhle wäre das Beste. Und ich habe schon 80 Chromit. Ich glaube, ich habe genug. Ich glaube, ich brauche nämlich nur 66. Ja, das werden wir gleich sehen. Hier auf meine Spitzhacke. Klick die an, verzaubern. Und ich brauche 66, verzaubern. Jetzt kriege ich 5-mal so viele Erze, wenn ich eins abbaue. Okay, Leute, können mir vielleicht... Aber jetzt gerade geht's eh wieder fit. Junge, wenn ich jetzt verkaufen würde, es wäre so viel wert. Aber es würde halt nichts bringen. Ja, deswegen sei vorsichtig mit der Verkaufenschaltfläche. Ja. Was du auch machen kannst, wenn du wirklich Erze behalten willst, du kannst auf Items gehen, dann auf Erze, dann kannst du auf das Erz, das du behalten möchtest und nicht verkaufen möchtest, klicken und dann sperren. Sperre. Ich glaube, ich habe genug eh schon. Weiß nicht mehr, was ich... Vielleicht sein, ja. Nee, ein Mithril brauche ich auf jeden Fall noch, das habe ich. Und jetzt schaue ich mal hoch kurz. Ah, verkaufen! Hier fehlen nur noch die Coins. Warte, dann möchte ich nochmal ganz kurz schauen, was ich jetzt alles nicht verkaufen will. Mhm. Ich will nur die normalen Blöcke verkaufen, die brauche ich ja nicht. Genau. Gut, YOLO. Okay, ich gehe wieder an die Oberfläche, an die Oberflächen. Dann gucken wir mal nach. Gucken wir mal. Warum ist es hier eigentlich gerade so dunkel geworden? Hä, warum ist bei mir der Himmel... Stimmt, weil die Galaxie sich jetzt bereit macht, dass ich komme. Hä? Ist das normal, Leute? Gibt es Nacht in Mining Simulator 2? Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin auf der Mondwelt, schwör. Ja, ich komme da jetzt auch hin. Bin da! So, GG! Jetzt müssen wir aber runter, weil du musst wieder die neuen Ebenen alle freischalten. Okay, bin dabei. Aber ich würde sagen, du musst jetzt nicht alle Ebenen freischalten. Ich würde sagen, jetzt wo du auf dem Mond bist, bist du schon Pro. Auf jeden. Und wir können uns eigentlich jetzt noch die anderen Sachen angucken, die das Update so bietet. Ja, in einem anderen Video dann, ne? Mhm. Gut. Und dafür schaltet im nächsten Video wieder an, das wahrscheinlich davor kommt, weil es das Update-Video ist. Lasst ein Like da, ein Abo da. Bis dann und ciao! Richtiger Hase.